Ja, da hätte ich doch fast wieder vergessen, dass ich schon da bin oder auch nicht oder wie auch immer oder was ist halt oder warum. Heute gehen wir mal mit dem Ton hier bei der Musik ein bisschen nach unten. Ich denke mal, viel hören werdet ihr nicht. Aber ja, genau. Ja. Gut. Ja. Ah, es ist Freitag, es ist Gaming-Zeit und ich habe wieder Spaß mit euch vor. Ich habe mir heute was vorgenommen. Also, ja. Das sind ein paar Blätter. Und zwar habe ich mir was rausgesucht, weil ich gesagt habe, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen doch irgendwie durch diese Instanz kommen. Und deswegen werden wir uns heute angucken, das Ganze anhand von Karten. Genau. Wie es heißt, wir gehen gleich wieder in den Live-Chatting-Bereich. Da muss ich noch ein paar Sachen umbauen. Ich habe ein bisschen zu lange heute gebraucht. Weil jetzt ist es in der harten Phase vor meiner Umschulung und ja, ich sag morgen was dazu. Ich habe da ja ein paar Sachen, die mir ein bisschen aufstoßen und das will ich dann morgen nachtesten. Also, solltet ihr noch angesichts haben, dass da steht, dass ich das Streaming mache über die React, das ist falsch. Ich weiß nicht, warum das noch nicht aktualisiert ist, aber ich mache heute definitiv Game Time. Genau, gut. Wir haben 1,5 Stunden, deswegen werde ich gleich rüber wechseln. Dann zusehen, dass wir da dann reinkommen. Ich werde für mich jetzt doch mal den Ton. Ich wollte eigentlich die Musik anlassen, aber ich mache sie bei mir jetzt doch mal weg, weil sie ist mir doch ein bisschen zu laut. Aber mal gucken, vielleicht lasse ich sie im Hintergrund dann im Stream mitlaufen. Also bisher im Stream lasse ich sie laufen, klar, wenn ihr sie überhaupt hört. Ich habe sie ziemlich weit runtergezogen. Aber ich werde sie wahrscheinlich dann im YouTube-Video drinnen lassen, wenn sie denn einigermaßen anpasst. Gut, also jetzt wechseln wir aber erstmal rüber in den Live-Bereich. Da muss ich gerade mal kurz ein paar Sachen ausmachen. Also die Kamera machen wir aus, klar, das ist klar. Ich mache den Seitenchat an, ich mache die Donations aus, ich mache den. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Doch irgendwie gerade. Da, da ist der Chat. So, Chat ist auch aus. Okay, gut. Ich gehe in einen anderen Ding, damit ihr nicht immer, ihr müsst nicht mehr alles sehen. So, jetzt machen wir das hier an. Genau. Dauert einen kleinen Moment. Nicht wegrennen, nicht wundern. Da sind wir nämlich auch schon, genau. So, press any key. Wir haben die 4, wir haben die 1 und wir haben das Yes, genau. So. Und dann gehen wir hier oben drauf und gehen dahin und sagen altes Spiel laden. Ich will heute mit euch nochmal probieren, die Gruppe zu machen, die wir das letzte Mal gemacht haben. Sollte das nicht funktionieren, dass wir damit nicht vorankommen, werde ich bei der nächsten, beim nächsten Gaming, das wird dann der Samstag in der Woche, nein, Samstag in 2 Wochen sein. Warum, wieso sage ich am Ende des Streams nochmal was dazu? Und dann werden wir eine neue Gruppe anfangen. Wir werden bei Null anfangen, wir werden von oben anfangen, langsam uns durcharbeiten. Aber ich will jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht rausfinden, wo wir sind und die Gruppe weitermachen können. So, wir waren hier an der Treppe. Wenn ich hier rangehe, habe ich links eine Tür, eine rechts eine Tür. Wir sind auf jeden Fall über die ersten 3 Ebenen hinweg. Das weiß ich auf jeden Fall schon mal sicher. Und ich weiß, dass wir mindestens über die nächsten 2 Ebenen hier zumindest hinweg sind. Das heißt, wir sind irgendwo zwischen 7 und 9. Aber ich weiß halt einfach nicht wo. Das ist etwas irritierend, weil ich habe da keine Ansicht. Das Einzigste, was ich mir vorstellen könnte, das würde aber nicht passen. Nee, nee, das passt nicht. Ich hatte gerade eine gefunden, aber das wäre, dann müsste
Wenn das die Ebene ist, in der ich ausgehe, dann wäre hier dahinter der Prinz. Aber das ist, glaube ich, nicht irgendwie. Also gehen wir mal hier runter. So. Jetzt sind wir unten. So, wir haben einen Weg und ich will mal eine markante Stelle suchen, die wir nutzen können. So, wir haben hier einen Durchgang mit mehreren Türen nach einer Treppe. Das heißt, wir sind jetzt eins runtergegangen. Das heißt, wir müssten entweder in 7 oder in 8 sein. So. Jetzt gucke ich gerade mal. Jetzt gucke ich gerade mal. Jetzt habe ich hier die 7. So, wir haben. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Jetzt muss ich mir hier mal links. Oder habe ich eine Treppe, die nach unten führt? Das kann es aber nicht sein. So. Das wäre. Das könnte es sein. Aber das wäre dann hoch oder runter. Das. Hey? Das ist äußerst schwierig zu finden, wo man ist. Weil wir sind ja von oben runtergekommen. Das heißt, es müsste eigentlich eine tiefere Ebene sein als die, die ich schon hatte. Aber so weit unten können wir noch nicht gewesen sein. Das wäre viel zu tief, wenn das die Ebene 9 oder gar schon die Ebene 10 wäre. Abgesehen in der Ebene 10, ab der Ebene 10. Müsste, ist eine ganz andere, sieht ganz anders aus. So, ich guck mal irgendwo, wo ich finde, wo Türen sind. Das ist natürlich das Problem, hier werden die Türen nicht angezeigt. Richtig. Zumindest nicht so, dass man herausfinden könnte, welche das ist. So. Das ist die Zwergenebene, die Ebene 4. Das ist auf jeden Fall, das sind wir auf jeden Fall nicht. Ich gehe mal weiter, mal gucken, dass wir irgendwo. So, hier haben wir das mit den Feuerbällen. Das heißt, wir haben eine lange Strecke, auf der Links- und Rechtsabzweigung sind und wir einen Feuerball haben. Teleporter, Trapping. Nee, das ist es nicht. Also da sind wir schon mal definitiv nicht. Auf der Ebene 5 sind wir nicht. Das weiß ich jetzt. So. Die Frage ist, wo sind wir? Da sind zwei starke Gegner, das könnte ich mir aber nicht vorstellen. Da sind wir nicht. So. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir gehen mal weiter. Wir kommen, wir kriegen das schon hin. Zack, zack, zack und zack. So. So, genau. Da ist ein Loch in der, im Boden. Und dann. So. Und jetzt so, so, okay, gut. Wir haben, ja, da kommt der Feuerball zurück. Wir haben am Ende wir haben einen langen Gang. Am Ende haben wir links und rechts einen Durchgang. Und wir haben eine Verzweigung, die so ist, dass wir. Ja, das ist, wenn man nicht weiß, wo man ist. Man ist irgendwo falsch abgebogen und schon war, passte das Ganze nicht mehr, wo man hin will. So, das passt, da passt nicht. Das ist jetzt auch nicht sein. Ich hänge immer noch irgendwo an der Ebene, also ich hänge immer noch daran, dass wir irgendwo in der Ebene 6 sind. Ich weiß aber nicht, wo. Das ist. Nein, das kann es aber nicht sein. Die Ebene 7 sieht auch interessant aus, passt aber auch wieder nicht, weil. Ich hoffe auch, dass ich diesmal das richtige Spiel rausgesucht habe. Ich hatte nämlich vorher eine Kartensammlung aus dem Spiel, das für den Gameboy gemacht worden ist. Für den Gameboy gab es auch eine Spielversion,
aus der Eye of the Beholder-Reihe und die haben andere Karten. So, jetzt habe ich gerade gesehen, aha, die Werbung hatte unser Kistenkater. Das ist schön, dass die vorbei ist, ja. Und er schreibt mir hier, dass das 49-Euro-Ticket wohl erst zum 1. Mai kommt. Ja, ich hatte vorhin einen Bericht gesehen gehabt, da war das auch gesagt worden. Wobei da auch gesagt worden ist, dass das 49-Euro-Ticket eventuell sogar ja, gar nicht mehr kommt, weil es mittlerweile so ausgenudelt ist, dass die Leute sagen, nö, bringt nichts, weil jetzt streiten die Länder wohl schon wieder darum, wer was wie bezahlt. Also das ist, finde ich, ganz beknackt. So, jetzt habe ich am Ende einen Raum gefunden. So, was habe ich denn da? Nee, das kann es nicht sein. So, also, ich habe einen Raum gefunden am Ende, in dem ich ein was gefunden hatte. Da hatte ich einen Schlüssel gefunden. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was ich da gefunden hatte. Ich glaube, das war die Kette. Aber. Jetzt nochmal zurück. Ich brauche einen sehr markanten Punkt, der eigentlich nur ein einziges Mal vorkommen kann. Und aha, okay. So. Jetzt bin ich in einem Raum. Das sind drei Abgänge, eine Tür. Hinter der Tür ist eine Feuerbestie. Okay. So, und da ist ein. Nein, nee, doch nicht. Ich dachte, da wäre eins von diesen Portalen. So. Die Frage ist. Also das ist ein Gang. Oh, wo kommt denn der her? Gut. Okay, also das ist jetzt sehr interessant, wo der jetzt herkam. Hätte ich gerne mal gewusst. Weil eigentlich habe ich ja die Tür wieder zugemacht. Also, der kann nicht durch die Tür gekommen sein. Aber das ist jetzt sehr, sehr interessant, dass der wohl doch aus der Tür gekommen ist. Warum auch immer. So, mal nach da. So, den packen wir nach da und den nach da und den nach da. So, jetzt dürften wir bei ihr, dürften wir jetzt einen Stein verloren haben, ja. So, wir gehen jetzt aber auf jeden Fall mal hier hin und gehen auf die Spieloption und speichern. Nur rein aus der Interesse herab, dass wir nicht wieder raufgehen. So, ah, der kann hier rausgekommen sein. Okay. Ah, da kommt noch einer. Gut, den haben wir auch erledigt. Das ist sehr, sehr interessant, wie das hier abläuft. Also ich bin jetzt gerade völlig irritiert, wo diese ganzen Wesen plötzlich herkommen. Denn wir hatten hier unten ja eigentlich alles geklärt. Das ist eine äußerst irritierende Aktion. Gut, wir speichern aber gleich wieder. Clamp, speichern, speichern. Okay. Gut. So, wir gehen weiter. So, zack. Zack. Das ist. Ah, da kommt schon wieder einer. Oh, das sind noch ein paar mehr. Wo zum Geier kommen die her? So, den ersten haben wir weg. Ah, okay, gut. Haben wir die erstmal wieder weg. Aber ich weiß jetzt schon, dass da gleich wieder eine auftauchen wird.
Aus irgendwelchen Gründen. Also ich bin jetzt gerade völlig. Ihr merkt, ich bin ein bisschen irritiert, weil ich nicht weiß, was hier gerade vor sich geht. Eigentlich sollten hier alle weg sein. Wir haben hier unten beim letzten Mal alles geklärt, bis auf das, was wir eingesperrt haben. Aber die können ja nicht da wieder rausgekommen sein, weil wo sollen die hergekommen sein? Schließlich und unendlich haben wir ja keine Tür offen gelassen. So, das heißt, also irgendwas geht hier gerade mächtig schief. Da kommt schon wieder einer. So, also es ist jetzt komme ich gerade völlig in die Bredouille, weil ich gerade definitiv überhaupt nicht mehr weiß, was ich machen soll. Wenn jetzt hier nämlich nochmal eine auftaucht, dann habe ich ein Problem. Und zwar ein ganz gewaltiges Problem. Nämlich das, dass ich nicht weiß, wie ich mich verteidigen soll. Langsam aber sicher gehen mir nämlich die Optionen aus. Bei denen, die was machen können. So, das ist die mal links hin, ja. Wollen wir uns erstmal. Ja, da kommen wir nicht ran. Gut. Da haben wir die Ding, weil wir haben jetzt schon zwei, die bewusstlos sind. Achso, nee, der kommt ja hier oben zu dem da. So, der kommt hier hin. So, der kommt dann dahin. Aber jetzt machen wir es mal andersrum. So. Der Dolch kommt zu unserem Schurken. Ah ne, der kommt nicht zu unserem Schurken, der kommt hier vorne hin, aber in die Tasche bei dem. Ach, da ist ja keine. Okay. Bin ich gerade ehrlich? Wieso? Okay. So. Gucken wir mal nach da. Nach da. Jetzt machen wir aber eins. Wir machen uns mal hier raus. Und gucken mal, dass wir uns irgendwo hin bewegen können, wo wir eventuell etwas sicherer sind. So, hier rein, zack, zack. Bin mir zwar nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee ist, aber ich brauche gerade mal einen sicheren Rückzugsort. Ah, hier ist dieser Gang mit den Türen. Okay. Ah, das war nicht gut. Das war nicht gut, das war nicht gut. Gut. Ja, das war nicht gut. Ich weiß jetzt ungefähr, wo, also ich weiß jetzt, wo ich Dings bin, aber wir werden das Spiel laden und zwar da, wo wir gerade eben waren. Weil das bringt nichts, wenn ich da jetzt hier. Mal gut, okay. Also wir wissen, dass von da was kommt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal in diese Richtung. Denn, ah, da ist ein Stein. Gut. So, aber mich dünkt, dass hier irgendwo etwas. Also da waren wir ja gerade. Also gehen wir mal hier lang und dann nach da. So, und dann nach da und da durch. So, und dann habe ich hier diesen Gang gehabt. Bei dem. Moment, da. So, das war die Tür. So, dann haben wir hier eine Tür. Zwei Türen, drei Türen, vier Türen unten stehen. Wenn ich den jetzt aufmache, geht diese Tür auf. Und komm aber ich habe hier irgendwo gerade vorhin. Da habe ich was gehabt, aber das kann es trotzdem nicht sein. Weil dahinter sind hier dann wieder Durchgänge bzw. Räumlichkeiten. Also ich bin, muss ganz ehrlich sagen, was dieses System hier angeht mit den Karten und allem drum und dran, bin ich etwas überfragt.
Weil wir sind hier auf einer Ebene, die es eigentlich nicht geben dürfte. Nur das ist da, wo die Zwerge waren, wo wir den Zwergen kriegen. So, dann sind wir eins tiefer gegangen. Es könnte natürlich jetzt wirklich sein, dass wir irgendwo in der Ebene 5 sind. Aber wo in der Ebene 5? Ein langer Gang mit vielen Türen. Hier ist nirgendwo ein langer Gang mit vielen Türen. Ja, das ist, wenn man was anfängt, ohne sich vorher richtig zu informieren, dann funktioniert das nicht so, wie man sich das vorstellt. Das ist genauso wie mit diesem langen Gang, bei dem wir auf der einen Seite, von der einen Seite zur anderen Seite rüberkommen und dann es nicht weitergeht. So. Weil die taucht, der taucht nämlich hier auch nirgendwo auf. Das ist... Also in Level 10 sind wir definitiv nicht, weil da hätten wir ganz anderes Aussehen. Wir wollen ja auch nach unten und nicht nach oben. Obwohl eigentlich will ich nach oben, weil ich von oben dann aus ein bisschen einfacher nach unten kommen könnte. Das Problem ist nur, wenn ich nicht weiß, wo ich bin, dann kann ich auch nicht weiter. So. Ich müsste irgendwo zu einem dieser Portale und müsste von mit diesen Portalen. So, also wenn ich das jetzt aufmache, komme ich da rein. Da will ich aber nicht rein. So, das, die Tür kriege ich nicht auf, die Tür kriege ich auch nicht auf, die Tür kriege ich auch nicht auf. Wobei es kann sein, dass alle Türen aufgehen und dann aus allen Türen die Monster rausströmen. Das ist aber auch nicht Sinn der Sache. So, hinter dieser Tür. Da was oder ist da nichts? Hier geht es nicht weiter. Hä? Wie hier geht es nicht weiter? Ja, klar geht es hier weiter. So. Ah, ein Tritter. Nee, zwei Tritter sogar. So, okay, gut. Die haben wir jetzt auf jeden Fall mal weggepustet. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall erstmal schnell hier eine Speicherrunde machen. Auch wenn ich, wie gesagt, gerade völlig überrumpelt bin, wo wir sind. Gut, aber das ist ja egal. So, Hauptsache, wir kriegen jetzt erstmal hier wieder ein bisschen... Links rein, ein bisschen Sicherung. So, gut, also der kriegt den. Den packen wir mal nach da. Obwohl, den lassen wir mal da. So, den packen wir hier hin. So, dann kriegt die hier die Steine. Einen, zwei, dann hat sie schon mal wieder Munition. Okay, jetzt gehen wir eins vor. Ah ne, das ist ein Dolch. Ah, aber ich will an den Stein ran. Zack. Stein will ich ran, habe ich gesagt. Ah, da komme ich nicht ran. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal hier ihn hier voll machen. Zack. Da kann ich da. Ah, da kann. Ah, ich kann da auch einen Speer noch hinpacken. Kann ich da noch einen Speer hinpacken? Ne, dann kann ich keinen Speer mehr hinpacken. Okay, aber das ist ja egal. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Zack.
So, jetzt machen wir hier zwei zurück, dann kriegt sie endlich ihre. Das so, dann kriegt sie ihre Pfeile voll. So, er kriegt sein Dolch, damit ist der schon mal wieder voll bewaffnet. So, gehen wir eins vor. Ah, nee, das funktioniert. Ah, zack, zack. Ah, okay. So, Stein. Perfekt. So, hier haben wir Dolch. Er ist voll. Er kriegt einen Dolch. Der Stein wandert mal nach da. Und er einen Dolch. Dann machen wir das nach da. Dann machen wir ihn zack, zack. Zack, zack. 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 So, rum. Ein langer Raum, in dem zwei Dritter sind. Okay. Gut. In der Zwischenzeit lassen wir jetzt die Charaktere hier mal ausruhen. Ja. So, und dann kann ich mal gucken. Vielleicht finde ich ja diesen langen Raum, der ja nur einen Eingang hat. So. Ich gehe jetzt erst nochmal ab der 5. Das ist ein Endraum. Es gibt also nur diesen einen Ausgang. Mehr gibt es nicht. In der 5. Ebene ist kein Raum groß genug. So. Nein, 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 nicht laden. Speichern. So. Hier hab ich zwei Räume, die lang genug sind, aber die nicht auf den Eingang passen. In der Ebene 6. Da unten habe ich einen langen Raum, der passt auch nicht. So, dann habe ich hier die Ebene 7. Da habe ich keinen so langen Raum drinne. In der Ebene 8 habe ich zwar einige lange Räume, es passt aber keiner drauf. Gleiches gilt für die Ebene 9. Und in der Ebene 10 habe ich auch keinen Raum, der darauf passt. Also habe ich das Gefühl, ich habe doch die falschen Karten. Irgendwie. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt mal schon wieder ein bisschen mehr gefunden als das letzte Mal. Und ich sehe gerade, wir können diese. Den wegpacken und wir können hier ihm einen Stein reinpacken und ihm hier in Deutschland passt das nämlich nicht. Genau. So. Gut. Also, das ist jetzt äußerst interessant. So, wenn wir jetzt hier gehen. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, aber. Ah. Ein Raum mit Feu mit Feueröffnungen. Das sind Öffnungen, wo Feuer drinnen kommt. Das heißt, wenn ich hier weiterlaufe, wird es wahrscheinlich von irgendwoher Flammenbälle geben. Warum auch immer. Okay. Das verstehe jetzt. Wer will? Ich verstehe es gerade nicht. Gebetsrolle. Kritische Wunden heilen. Gift neutralisieren. Okay, das ist schon mal was, was sehr interessant ist. So. Gut. Das sind jetzt zwei Räume, die ich nicht verstehe. Sehr interessant. Also das ist jetzt. Ja. Wir laufen mal weiter. Irgendwo, da geht's nach unten. Okay. Noch ein Gang, in dem wir bei den. Also hier war ich schon mal. Die Frage ist nur, wo bin ich? Ich sag mal so, es wäre schön, wenn Sie anzeigen würden, Sie sind jetzt in die Ebene so und so viel. Dann wüsste man wenigstens, wo man wäre. Aber. Also ich weiß, dass ich hier schon mal war. Es sind nämlich Türen offen. Aha, da sind die Gedankenbiester.
Das ist also schon mal nicht. Also das ist, obwohl ich denke mal, dass ich genau da durch muss. Also machen wir es auf und greifen und holen es uns. Gut, erstes geschafft. So, jetzt gucken wir als erstes mal, dass wir hier mal ein bisschen wieder aufrüsten. Mit Waffen, die wir haben. So, zack. Da haben wir einen Dolch. Da haben wir einen Speer. So. Da haben wir einen Stein. Den legen wir mal nach da. Da machen wir einen Speer hin. Dann machen wir einen Dolch. Und ihr geben wir noch einen Stein. Und ihm geben wir einen Stein. Gut, okay. So, kurz ausruhen. Müsste nicht so lange halten. Gut, okay. Perfekt. Speichern, damit wir die ersten zwei schon mal überlebt haben. So, zack, zack. Aufmachen und wir holen uns den nächsten. Okay, sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir es alle erledigt. Glaube ich, hoffe ich. Wäre wirklich gut, wenn das der Fall wäre. Weil uns geht nämlich, glaube ich, jetzt langsam die Munition aus. Damit ich die anderen versorgen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass, wie sich das hier anhört, ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe die Vermutung, dass wir hier in einem Bereich sind, in dem auch diese, ja, ach Mann, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Sie machen auf jeden Fall Geräusche wie wie soll ich sagen, die sehen aus wie Frösche, die laufen. So hört sich das an für mich. So, hier machen wir jetzt erstmal zu, auch wenn das wahrscheinlich ein Fehler sein wird. So, bin jetzt mal gespannt. So, da haben wir einen Bär. Das ist der, den wir vorhin hatten. So, und hier haben wir noch einen, den machen wir nach da. Und wir haben noch einen Dolch. Oh, interessant. Ah, das ist der Hakendolch. Okay, gut, den packen wir wieder dahin. So, okay. Ah, da haben wir einen Schlüssel. Haben wir noch einen Schlüssel dabei? Wir haben. Ah, okay. Einen Schlüssel haben wir noch dabei und der ist zufälligerweise auch genau der passende. Das ist natürlich auch sehr schön. Starte mal gucken, wie viel Uhr wir haben. Ja, eine halbe Stunde haben wir jetzt schon gespielt. Jetzt bin ich. Also wir sind jetzt schon mal auf jeden Fall an einer Stelle, an der wir vorher noch nicht waren. Das ist schon mal eine sehr interessante Angelegenheit. So. Wenn ich jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, wenn wir da lang gehen. So, wir warten jetzt mal hier und machen jetzt mal eine kurze Ausruhpause. Das Problem ist, dass wir jetzt, dass uns jetzt. Ah, wir haben Monster in der Nähe. Oh, da war ja noch ein. Hä? Okay. Nein, doch nicht. So. Gucken wir mal, ob wir hier rasten können. Ah, hier geht's. Das Problem ist, dass uns jetzt langsam das Essen ausgeht. Und wir auch nicht mehr wissen, allerdings, ach, obwohl, Anne hatte ja, für Beten, mal gucken, vielleicht haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, nein, haben wir nicht, Nahrung erschaffen 1, aber wir haben noch ein, okay, gut, da haben wir keinen mehr und da haben wir auch keinen mehr, so, dann lassen wir das mal, ja, so. Okay, so. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich die Zauber einsetze.
Ich muss unbedingt mal rausfinden, wie ich die Zauber einsetze, weil es nützt mich natürlich nichts, wenn ich teste jetzt einfach mal alles durch. Aha, also so komme ich auf die Charaktere. Dann bewege ich mich, das weiß ich. Ach, nee. Ah, okay. Ende. Okay. Menü, aber okay, muss ich den auf 1 legen, um den zu. Ah, so funktioniert das. Okay, gut, ha, sehr schön, wunderbar. So geht's. Ah, das ist doch schön. Jetzt haben wir wenigstens das gemacht, dass unsere Leute nicht mehr Hunger leiden. Denn das tut sie natürlich dann auch entsprechend verlangsamen und dafür sorgen, dass wir mehr Schaden kassieren. So. Hier ah! Guck mal, was da kommt. Eieiei. Gut. Da haben wir das Monster, was dahinter. Wobei, das Lustige ist, es war hinter uns. Oder es ist durch den Gang gewandert. Das könnte natürlich auch der Fall sein. Das würde ich mir sogar eher wahrscheinlich vorstellen, dass der durch den Gang gewandert ist. Und uns dann von hinten angegriffen hätte, wenn wir nicht aufgepasst hätten. So, den machen wir. Ah, ne, den machen wir nach da. So. Gehen wir nach vorne und holen uns. Den. Oh, da hört sich an, als kommt da ja noch so einer an. Das wäre natürlich jetzt nicht ganz so toll. Dann ist zurück, zack. Und zack und zack, zack. So, sehr schön. Wunderbar. Was haben wir da gehabt? Ah, was war mein Mann? Wollte mein Mann? Ah, der hat mir was geschickt. Okay. Danke, Schatz. Du bist sehr gut. Du bist sehr gut. Ich muss dazu sagen, früher war es immer so, dass mein Mann mir was, wenn ich was, wenn, nee, wenn er was wollte, er immer mich gefallen hat. Ich immer gemeint habe, geh doch zu Google. Die Listigen und Agilen sollen überleben. Okay. Es hat lange gedauert, bis er sich das verinnerlicht hat. Mittlerweile macht er das sehr gut. Und jetzt hat er mal meine eigene Taktik bei mir angewendet, so nach dem Motto, da google doch mal. Und das Problem ist halt jetzt, ich kann das halt jetzt nicht während des Spiels lesen, sondern ich lese das danach. Auf jeden Fall werde ich es danach machen, das verspreche ich dir. Und ja, aber jetzt gucken wir erstmal weiter, dass wir hier vorankommen. So, das. Okay. Das war jetzt aber nicht so nett. Das war nicht so nett. Aber Pfeile sind sehr gut. Die werden wir mitnehmen. Jetzt muss ich nur mal gucken, bei wem ich die unterbringe. Bei dem hier. Weil Pfeile sind sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Gut, da kamen sie raus. Das heißt. Ah, seht mal, was da vorne liegt. Da vorne liegen Rüstungen und so. Ich weiß jetzt, was ich mache. So, haha. Ich war schlauer als die Pfeile. Haha. Andere Seite. Nein, doch nicht. Wo sind sie denn jetzt hin? Menü. Menü. Okay. Das ist ein Paladin. Ah, ein heiliges Paladin-Symbol. Hatten wir nicht einen Paladin dabei? Nein, den haben wir nicht dabei. Aber wir haben einen Helm. Den kriegt unser Zwerg hier vorne. Wir haben ein. Oh, ein Langschwert. Das ist natürlich auch gut. Ein Schild. Den packen wir mal ein. Eine Kettenrüstung, die kriegt hier unser Ding. Die Schuppenrüstung ist besser. Die ist, ah, das da kann er nicht tragen. Und da haben wir Menschenknochen. Das heißt, wir könnten rein theoretisch den Paladin wiederbeleben. Machen wir aber natürlich nicht so. Wir machen das jetzt mal so. Ah, das geht nicht. Okay, dann packen wir das aber mal hier hin. Und gut ist. So, das ist doch nochmal nicht schlecht.
Jetzt machen wir natürlich als allererstes mal listig, wie wir sind, schnell eine Speicheraktion. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar interessante Sachen dazu gekriegt. Jetzt bin ich auch mal überlegt, was war sie denn jetzt nochmal? Also ein Kämpfer, ein Waldläufer, Kämpfer. Wir haben mehr Kämpfer als sonst was. Na gut. So, gucken wir mal. Dann geht's mal weiter. Au! Da ist jemand getroffen worden. Was war das jetzt? Hä? Moment. Ah, interessant. Das ist eine Zauberwand. Okay. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch einen Pfeil. Sehr schön. Gut. Gehen wir mal hier lang. Weiter, was haben wir da? Kombinationsschloss beeilen. Okay. Im Zweifelsfalle ist das jetzt ein Schloss? Ah. Gut. Oder auch nicht. Aha, okay. Okay, gut. Wir haben es. Ah, da ist ein Schlüssel. Jetzt haben wir natürlich wieder bei unserer ersten keinen Platz mehr. So, das ist jetzt natürlich die Frage. Ist das jetzt eine gute Idee, das jetzt zu machen? Weiß ich nicht. Okay. Interessant. Also wir kriegen hier, wir haben hier ganz viele von diesen Ding, Öffnungen. Das Problem ist nur, wo? Ah, da ist ein Schlüsselloch. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil. So. Gut. Ich habe jetzt echt überlegt gehabt, was müssen wir drücken, um diese Tür aufzukriegen. Ich habe nicht darauf geachtet, dass wir hinter uns eine Dings haben, einen Durchgang. Also das ist natürlich jetzt ganz lustig. Da war eine Rüstung. Ja, ich hatte die Rüstung. Also ich hatte einmal mal die goldene Rüstung. Also ich hatte diese Rüstung hier gefunden. Von dem hier, von Durum, der hat eine Schuppenrüstung gehabt, die habe ich dann an Nalmena weitergegeben. Und Tagor hatte ja schon ein Kettenhemd, deswegen hat er keins gekriegt. Und ich habe das Kettenhemd von Durum, habe ich hier, weil das kann der nicht tragen. Und sie kann das auch nicht tragen. Wenn ich ihr das gebe, kann sie nicht mehr zaubern. Deswegen habe ich die Rüstung hier hingepackt. Genau. Und das sind die Rüstungen, die wir am Anfang gefunden haben. Die habe ich dann auch aufgehoben. Aber da sie ja hinten Magierin ist, reicht es, wenn sie eine Robe anhat. Das ist zwar nicht viel, aber sie hat ja auch schon ein paar Schuhe zum Beispiel. Das hat ja auch nicht jeder. Also da ist Schuh, der hat zum Beispiel keine Schuhe, die hat wieder Schuhe. Er hat keine Schuhe, er hat auch noch keine Schuhe. Also mir fehlen doch definitiv Schuhe. Und falls ich es vielleicht gesagt habe, also Schuhe finden wäre jetzt wirklich eine gute Idee. Gut, gucken wir mal. Also, jetzt sind wir schon wieder in einem. Ah, da ist eine Tür. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir schon wieder in einem Gang, wo wir nach links und rechts gehen können. Aber können wir nicht. Wir können nur in die eine Richtung gehen. Weil in der anderen Richtung ist nichts. Ah, ein Loch. Ein Loch. Noch ein Loch. Also, wenn wir jetzt da durchgehen, stürzen wir ab. Aber ich sehe auch nicht, wie wir an diese beiden Rollen kommen. Und da drüben geht es definitiv nicht weiter. Da ist also kein Durchgang. Das sehe ich. Das sehe ich von hier. Jetzt wäre natürlich.
Ah, da ist ein da ist eine Platte. Das erkenne ich, da ist eine Platte. Also werfen wir mal da was rüber. Und zwar einen Stein. Au! Ey, das ist aber nicht nett. Auch nicht. Okay. Moment mal. Bin ich jetzt mit Schucke? Ich werfe den Stein in die Richtung, gehe zur Seite und der Stein kommt zurück. Er fliegt aber nicht hier auf den Boden, sondern hier durch. Muss ich das verstehen? Nö, oder? Ist unverständlich. Gut, dann nehmen wir mal einen von den Pfeilen. Ah! Nee, das hat nicht funktioniert. Obwohl. Doch, das hätte funktioniert, aber. Hat aber nicht das gemacht, was es soll. Komisch. Gut, dann werden wir. Geht auch nicht. Das funktioniert wiederum. Komisch. Also heißt das, ich komme nicht darüber. Schlecht. Auch kein. Also. Moment! Moment! Hier läuft gerade was ganz komisch. Merkt ihr das auch? Also, da war gerade eine. Da war gerade eine Wand. Und jetzt ist da eine Tür. Und ein Gang, der vorher nicht da war. Ob das eine Aktion ist, die wir gekriegt haben, weil wir diesen Stein geworfen haben? Also erstmal ruhen wir aus. So, ausruhen. Ausruhen ist immer gut. Dadurch, dass wir jetzt zaubern können und uns Nahrung herbeischaffen können, passt das wunderbar. Gut, so. Also, Spieloption, Spiel speichern, weiter. So, jetzt gucken wir gerade schnell nochmal durch, wie es mit dem Essen aussieht. Essen ist gut, alle sind wohl genährt. Gut, dann machen wir hier mal auf. Sehr interessant. Da haben wir eine Schutz vor bösem Klerikerrolle. Langsam geht mir der Platz aus, merkt ihr das? Aha, ist das schon mal aufgefallen, da oben? Das sieht aus wie ein Tod, wie so ein, so ein, so ein, so ein Inka-Bild. Auge, Auge, Nase, Mund. Hände nach oben, Schultern, breit wie Arnold Schwarzenegger, dafür einen dünnen Körper. Und ganz kurze Beine. So, gut, das haben wir. Oh, was machen wir, wie machen wir jetzt weiter? Das hat uns jetzt ja auch nicht viel gebracht. Auf jeden Fall nicht das, was wir wollten. Gut, also weiter. Moment, war da eine Platte? Da ist doch gar keine Platte. Wieso? Hä? Wieso reagiert? Was ist das ulkig? Da ist nix. Da kommen wir nicht durch. Nee. Gut, weiter. Hier. Also hier ist irgendwo was. Das höre ich. Die Frage ist nur, wo. So. Das ist da, wo wir reingekommen sind. Jetzt wäre natürlich gut zu wissen, was das heißt, Kombinationsschloss. Heißt das jetzt, wir machen jetzt alles an und es funktioniert dann so, wie wir wollen? Oder? Au! Okay, das war jetzt keine gute Idee. Okay. Den haben wir rausgemacht.
Ich weiß, Kombination heißt, wir müssen irgendwie diese Dinger drücken, damit wir dahin kommen, wo wir hin wollen. Die Frage ist nur, wie funktioniert das? Was sagt ihr? Sollen wir vorher gehen und runter? Also einen Schritt vormachen und nach unten stürzen und gucken, wo wir unten hinkommen? Oder was meint ihr? Also ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt einen Schritt nach vorne und gucken, ob wir von unten wieder hochkommen. Dadurch, dass wir jetzt genügend wissen, wie wir Nahrung bekommen, haben wir immer genügend überlegt, haben wir das, was wir eigentlich brauchen. Die Frage ist, ob das eine gute Idee ist am Ende des Tages oder nicht. Das ist halt jetzt die Frage. Und dann nehmen wir diesen Abgang oder diesen Abgang. Weil da, ich schätze mal, wahrscheinlich ist der Stein gekommen, gefallen hier uns und darunter liegt jetzt unten. Hat wahrscheinlich unten irgendeinen Dunkelelfen oder irgendeinem so einen Quarkfrosch auf den Kopf gefallen. Ist irgendein so ein Quarkfrosch auf den Kopf gefallen. Die Frage ist halt, warum zum Henker funktioniert. Ah, nee, da ist der Stein. Da haben wir ihn doch. Jetzt ist nur die Frage, wieso ist der. Hä? Moment mal, wir werfen ihn nach da, er kommt nach da. Moment. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich eine blöde Idee ist. Okay, das funktioniert nicht. Okay. So, jetzt machen wir das mal so. So. Funktioniert auch nicht. Okay. Gut. Also ich mache jetzt mal ganz einfach den Schritt nach vorne. Wir stürzen ab. Und sind bei der. Oh, geil, geil. Das fängt ja gut an. Gut, das war keine gute Idee. Eins, was mich jetzt interessiert, ist, wenn ich da bin ich runtergekommen. Das heißt, ich lande auf jeden Fall in diesem Raum. Ja, funktioniert nicht. Okay, funktioniert nicht. Spieloption, Spielladen, weiter. Also, wenn wir da runterspringen, landen wir bei der Tussi vor der Nase. So. Ach so, das war das, wo wir hier reingegangen sind. Genau. In den Raum, wo wir diese Rolle gefunden haben. Fangen wir jetzt mal hier hin. So, zack. So. Jetzt könnte man natürlich mal gucken. Hier geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Da geht es auch nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Da geht's weiter. Ah! Trick 17 mit Selbstüberlistung auf doppeltem Fußboden. So läuft das Ganze also. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt können wir gucken, was passiert, wenn man hier auf dieses Ding. Ah, wenn man hier drauf tritt, dann geht's zu. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Und da geht's nach unten. Das heißt, nach Adam Riese und Eva Zwerg. Wenn ich jetzt hier runtergehe, landen wir in der ersten Ebene grün. Das heißt, wir sind hier auf Ebene 8. Definitiv. Jetzt sind wir auf Ebene 8, weil die letzten, es sind immer drei Ebenen, die zusammenarbeiten, bis auf die letzte. So, das heißt, wir sind hier in Ebene 8. Das heißt aber, wir müssen jetzt gucken, wo wir von Ebene 7 hier runtergekommen sind. So. Da kommen wir Ebene 8. Also, wir sind auf Ebene 8. Wir sind da, wo der Dings ist. So. Die Frage ist nur. Nee. Ebene 8, Ebene 8. Nee, Ebene 8. Geht überall nach Ebene 9, aber nicht nach Ebene. Nee. Das ist 9. Also ich weiß, dass ich jetzt auf Ebene 8 bin. Ich weiß aber nicht, wo ich auf Ebene 8 bin. Okay, gut. Machen wir mal weiter. Das Problem ist, ich wollte vielleicht mal kurz speichern. Das Problem ist, dass ich, wenn ich jetzt hier bin,
die Gegner hier unten natürlich für mich um einiges zu stark sind. Da haben wir einen Pfeil. Den nehmen wir mal mit. Pfeil ist immer gut. Ich muss jetzt also durchaus aufpassen, was mir hier ankommt, weil erstens mal vergiften mich die Viecher, die hier rumrennen. Und sie sind zu stark für mich. So, da dahinter wissen wir, was ist. Wenn wir jetzt die Tür aufmachen, haben wir dieses grüne Ding vor unserer Nase. Also lassen wir das mal. Machen wir kurz hier auf und gucken. Warten einen kleinen Moment, ob was kommt, weil es zwar gehört hat, dass da die Tür aufgeht. Ja, da scheint nichts zu sein. Aber das sind mehrere Gänge. Ein großer Raum. Okay. Der ist sehr groß. Und hinter einem... Das heißt, den müsste ich finden. Ich hatte gesagt, ich bin Ebene 8. Großer Raum hinter einer... Was müsste das hier sein? Ist dann nicht. Also das, was ich hier habe, ist definitiv alles, aber das sind nicht die Karten, die ich brauche. Keine Ahnung warum. Die erste Ebene stimmt, der Rest stimmt nicht. Ich guck jetzt mal die Wände an. Ob da irgendwo noch eine Möglichkeit ist. Da ist irgendwo was, wo man... Dahinter ist was, das hört man. Und wenn ich davon weggehe, ist es weg. Das heißt, in die Richtung... So. Hier. Ah. Okay. Ah. Hm? Ah, doch da. So, da ist die Wand wieder zu. So, da ist nichts. Da ist auch nichts. Okay. Das ist einfach ein leerer Gang. Okay. Oh, oh. So, huh. Ha, okay, so, jetzt das nach oben. Leichte Wunden heilen, Gift verlangsamen. Kann ich auch Gift heilen machen oder habe ich das nicht Nahrung erschaffen? Nein, aber ich habe irgendwo eine leichte Wunden. Die war hier oben, glaube ich. Kritische Wunden. Gift neutralisieren. So, die packen wir. Zack, zack, das packen wir. Ah, das hat nicht funktioniert. Okay. Das ist nicht gut. So. So. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir ausruhen. Okay. Ah, okay. Also es ist nichts Gefährliches. Es ist nur was gewesen, wo ich irgendwie paralysiert oder was wurde. Aber muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt zusehen, dass ich hier rauskomme. Die Ebene ist mir nicht geheuer.
Definitiv nicht, das ist mir zu gefährlich. Da werden garantiert gleich welche rauskommen, also machen wir uns hier lang. Zack. Wir nehmen erstmal alle Waffen mit und machen uns wieder nach oben. Da ist einer dahinter, das wissen wir. Weil das ist nämlich da, wo wir dann runtergekommen sind. So. Gut. Da geht's hoch. Wir gehen jetzt erstmal wieder nach oben. Genau. So. Ja, genau. So, jetzt suche ich erstmal dafür, dass wieder die Leute, die ihre Waffen bekommen, die ihre Waffen brauchen. So, der weg, der weg, der weg. Der weg und der weg und ach so, der auch natürlich. So, genau. Gut, dann gehen wir mal. So, Sieg bekommt den Stein wieder. Er bekommt das und die beiden Dolche. Ihn rüsten wir hiermit aus. Und sie bekommt den 11. Pfeil. Gut, also wir haben jetzt einen Pfeil mehr und ein Ding, ein. Oh, interessant. Von da oben kommt auch was runter. Interessant. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. Sehr schön. So. Jetzt sind wir hier. Die Tür haben wir nicht auf. Die kriegen wir nicht auf. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber eventuell wäre nochmal irgendwo ein Durchgang. Ach nee, ich glaube, das hatten wir ja schon getestet. Dann waren wir hier und dann waren wir hier durchgerutscht und hatten uns gewundert, dass wir hier durchkommen. Genau. So. Gut, also hier kommen wir nicht weiter. Mal wir warten. So. Warte mal gerade. Oh ne, das könnte sein, dass das. So langsam bin ich ein bisschen. Wir kommen jetzt schon dahin, wo wir hinwollen. Also wir sind schon weitergekommen als vorhin. Aber es fehlen uns immer noch Möglichkeiten weiterzukommen. Und ich versuche immer noch einen Weg weiter nach oben zu finden. Weil ich würde gerne weiter oben zumindest ein paar Sachen noch versuchen zu erkunden, um dann entsprechend vielleicht herauszufinden, wie es weitergeht. So gut, hier geht. Okay, na komm ran. Ups, das war jetzt. Da waren wir wieder schneller, als wir sollten. So, zack, zack. Gehen wir rein. Zack, zack. Da ist hier ein Pfeil. Hey, wir kommen jetzt doch langsam voran. Merkt das? Also so ganz langsam kriegen wir so den Dreh raus und finden immer wieder ein Stückchen weiter. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also genauso habe ich mir das vorgestellt. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier nicht ausruhen. Nein, wir machen jetzt hier einen Spielstand speichern. So, wir sind auf wie wo sind wir denn? Wir haben noch 15. Also wir machen jetzt noch 10 Minuten und danach machen wir da eine Pause. Und dann will ich noch ein paar kurze Sachen sagen und dann ist der Tag heute schon wieder vorbei. Was? Ich mag die Wände nicht waschbären. Ach so, ja. Kurz zur Erklärung. Wir sind jetzt hier bei den Troll, den Dunkelelfen von Dungeon and Dragon. Dungeon and Dragon, Dunkelelfen glauben an Lold. Lold ist die Spinnenkönigin. Ihre Domäne ist ein riesiges Spinnennetz, in dem sie sitzt und in der alle Fäden in alle anderen Domänen der anderen Götter gehen und die sie damit überwacht. Sie ist eine böse Göttin.
Also chaotisch böse. Ihr Volk sind halt Dunkelelfen. So, es gibt da auch eine Geschichte, die hattest du, glaube ich, auch schon mal angefangen zu lesen. Der Krieg der Spinnenkönigin. Da geht es auch um sie, beziehungsweise darum, dass sie für ihre Anhänger nicht mehr erreichbar ist. Weil die Götter in Dungeon and Dragon, also in diesem Universum, sind als Avatare auch unterwegs. Sie können Avatare auf die Welt schicken, der sie darstellt. Und so. Und diese Spinnenwesen, die wir vorhin hatten, also die hinten Spinne sind und vorne Dunkelelf, das sind Tritter, das sind verfluchte Spinnen. Verfluchte Dunkelelfen, die von der Spinnenkönigin damit bestraft wurden. So. Ah. Schon wieder zu. Wir waren schon wieder zu still. Wir lernen es noch, dass wir nicht zu schnell sein dürfen. So. Aber es ist interessant, wenn wir jetzt hier so weitergehen und wir kriegen in jedem Raum eine von diesen Bestien, das ja, dann sind wir die nächste Woche noch hier dran. So ungefähr. So, ja, weiter. Also hier ist keine. Okay. Aber da ist ein Gifttrank. Gifttränke sind immer gut, vor allem für die, die sie nehmen. So, nächster. Oh, hier ist der Raum zu Ende. Okay. Eine Tür nach links, keine Tür nach rechts. Beziehungsweise eine Tür nach rechts, keine Tür nach links. Gut, dann gucken wir mal weiter. Hier. Oh. Mich dünkt, wir sollten speichern, bevor wir diese Tür öffnen. Ah, ich wusste es doch, dass es gut war, diese Tür vor dieser Tür zu speichern. Gut. Okay, wir haben es geschnallt. Da waren wir wieder ein bisschen zu schnell. Oh, eins nach vorne. Jetzt sind wir auf der einen Seite hochgegangen, jetzt gehen wir auf der anderen Seite wieder runter, oder was? Ey, das ist ja wohl die Höhe. Natürlich nicht die Höhe, sondern das Niedrige. Oh, jetzt gehen wir erstmal hier hin. So, dahin. So, da gucken wir mal, ob hier irgendwas drin ist. Nein, hier ist auch nichts drin. Gut, was war denn da jetzt schon wieder? Ah, Schatz, du solltest mal auf deine Uhr gucken, bzw. auf dein Handy. Oh, da ist jemand eine Stufe aufgestiegen. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Kommt doch schön. Ja, falls ihr euch jetzt wundert, ich habe meinem Mann einen kleinen Hinweis gegeben, dass bei ihm was nicht ganz in Ordnung ist. Deswegen muss der jetzt gerade mal kurz nachgucken. Weil manche Sachen kann man halt über die Uhr kontrollieren, aber nicht alles. So, was haben wir da? Eine Magie-Entdeckenrolle. Gut. Manchmal sollte man die vielleicht auch einsetzen, also diese Magie-Entdeckenrolle. So, jetzt mache ich aber eins nochmal, bevor ich jetzt weitergehe. Ich mache jetzt hier nämlich erstmal eine Ausruhen. Wisst ihr, dass ich wahnsinnige Angst hatte, dass das nicht funktioniert wegen dem Essen? Und dann fiel mir ein, wir können ja zaubern, wir haben ja die Spruchrollen und beziehungsweise die Zauber, die müssen wir nur irgendwie einsetzen können. Das habe ich jetzt herausgefunden, wie das funktioniert. So, jetzt gerade so, zack. Eigentlich brauchen wir nicht. Aber nee, machen wir auch nicht. Machen wir auch nicht, aus einem ganz einfachen Grund. Es wäre jetzt unsinnig, es jetzt einzusetzen und wenn wir es nachher brauchen, dann haben wir es nicht. Oh, da haben wir wieder so einen. Gut. Diesmal haben wir es ein bisschen besser hingekriegt. So, zack. Den Stein. Ich will nicht den Stein, ich will den Speer. Da, so, Speer. So, Pfeil haben wir hier nicht. Dann haben wir hier zwei Steine.
Dann haben wir hier einen Pfeil. Noch eins. Zack. Zack. So. Da haben wir einen Pfeil. Zack. So, und jetzt haben wir hier weiter vor. Noch eins weiter vor. Da haben wir nämlich dann die beiden von unser Schurken. Ja. So. Gut. So. Doch praktisch. Also jetzt kommen wir doch noch mal voran. Ah, da ist so ein Vieh. Ach Mist. Gut, auch gut hingekriegt. Wir haben nur einen Pfeil oder einen. Ah, einen Pfeil haben wir verschenkt. Aber den holen wir jetzt gleich wieder. Der liegt da vorne an der Wand. So, zack, zack. Da liegt nämlich auch noch der Speer von unserem Gurken. Genau. Ah, hast du schon. Gut, ja, wusste ich ja nicht, dass du hingehst, dass du das schon mitgekriegt hattest. Es kam bei mir nur gerade erst an. Deswegen habe ich das jetzt gesagt. So. Gut, also hier haben wir jetzt, habe ich mich gerade zu viel gedreht. So, da sind wir gerade reingekommen. So, da ist eine Tür. Die machen wir noch auf. So. Das ist jetzt ein größeres Gangsystem, würde ich sagen. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt hier rein. Gehen zurück. Zack. Und machen hier für diese Woche Schluss. Wir haben heute eine ganze Menge mehr geschafft, als ich gedacht habe. Wir sind jetzt noch eine Stufe über diesem Punkt, wo die untersten Ebenen beginnen. Also ich weiß, kann jetzt gucken, aha, ich bin auf der Ebene und kann dann entsprechend angrund dem dann die links mal. Ja, ich weiß, ihr habt gleich Besprechung. Deswegen. So, gut. Also, wir machen jetzt hier erstmal Schluss für heute. Ich mache jetzt hier eine Speicherung schnell. So, und dann kurz Spielende. Spielende, ja, so, genau. Dann kann ich nämlich hier auch mal das aktualisieren. Das machen wir. So, genau. Okay, so, jetzt gehen wir hier rüber. Und ich wechsle in den Chatting-Bereich. So, genau. Ich bin auch ein bisschen dunkler, aber ich habe noch mal einiges. Also, was wichtig ist, ich habe ja gesagt, dass sich bei mir, was denn? Achso, Hurasi. Ja, hallo, hallo Schatz. es ist ja folgendes, ich fange ja jetzt ab Montag eine Umschulung an. Das hatte ich ja schon mal angekündigt, so im Newsbereich. Auch so zwischendrin schon mal irgendwo eingestreut in den anderen Sachen. Und dadurch ist es so, dass ich von Montags bis Freitags in dieser Umschulung bin. Und dadurch mir natürlich weniger Zeit bleibt. Das heißt, ich muss dann gucken, dass ich das, was ich jetzt so unter der Woche immer gemacht habe, nicht am Wochenende erledige. Heißt, ich werde, wenn ich sonntags was mache, muss ich das relativ schnell schneiden, damit ich das dann am Montag spätestens hochladen kann. Beziehungsweise das, was jetzt heute ist, werde ich dann, ist ja sowieso immer 1:1, das lade ich so hoch, wie es ist. Da mache ich keine großen Schnitte und nichts dran. Da kommt vorne das Intro rein und fertig. Und muss aber natürlich mir erstmal einspielen. Ich habe jetzt eine Langeweile lang nicht viel gemacht und deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich zusehe, dass ich da wieder reinkomme in diesen Trott. Dass ich halt auch abends habe ich ja noch ein paar andere Sachen, die ich mir gerne machen möchte. So. Und deswegen ist es so, momentan ist es noch so, dass mein Mann freitags abends etwas anderes zu tun hat, wo er sehr viel Spaß dran hat und das will ich ihm nicht kaputt machen. Er hat zwar schon Ansätze dazu gemacht, das erstmal wieder von freitags wegzuschieben. Und dann wäre der Freitag wieder frei, dann könnte ich freitags abends zumindest meine News-Sendung machen. Das weiß ich aber noch nicht, weil ich auch nicht weiß, wie ich halt vom Lernen her, also wie ich in der Schule, ob das so ist. Früher bin ich gern zur Schule gegangen und ich habe auch, wenn ich nach der Schule fertig war, war das in Ordnung, aber das waren halt nur 6 Stunden. Jetzt habe ich 9 Unterrichtseinheiten, das jeden Tag und habe dann auch die Fahrzeit hin und her und bin dann halt mal lockere 10-11 Stunden unterwegs und da muss ich dann halt gucken, wie ich das hinbekomme. So, deswegen kann es sein, dass freitags komplett ausfällt. Dass das gar nichts ist, das weiß ich aber noch nicht. Wie gesagt, da möchte ich jetzt
Zwar die Pferde mache ich jetzt schon scheu, aber ich will sie nicht zu scheu machen. So, samstags, immer am ersten Samstag im Monat, bin ich unterwegs, fest, sicher, und da bin ich von früh morgens bis spät, nicht bis spät abends, aber bis späten Nachmittag unterwegs. Und deswegen findet am ersten Samstag im Monat kein Stream statt. So, das heißt, jetzt beim nächsten Mal, nächste Woche, ist ja der erste Samstag. Das heißt, da fällt der Stream am Samstag aus. Das heißt, ich kriege am Samstag kein Gaming, weil ich dann freitags News, samstags Gaming. Aber den Gaming-Stream, den lasse ich ausfallen nächste Woche. Nächste Woche gibt es nur einen Stream wie morgen, wie übermorgen. Da gibt es dann wieder mein Reaction. Wobei ich da am Überlegen bin, ob ich das vielleicht sogar tausche, dass ich das nicht auf Sonntags mache, sondern samstags. Was dann aber heißt, dass natürlich einmal im Monat das ausfällt, aber das wäre eine machbare Sache. So habe ich den Sonntag, um das zu schneiden, weil das muss ich schneiden, weil da schneide ich einige Sachen immer raus, beziehungsweise ich schneide Pausen raus und so weiter. Deswegen funktioniert es nicht. So, aber wie das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, diese Woche läuft es noch normal. Und wir werden dann sehen, wie das ab nächster Woche läuft, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. So. Für mich heißt das aber für heute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört gesehen habt, dass ihr mich ein bisschen unterstützt habt, auch wenn es nur moralisch war. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und zwar in der... Wann sehen wir uns hier? Morgen. Morgen früh gibt es einen kurzen kleinen Stream mit News-Sachen. Und bis dahin sage ich euch Tschüss, eure Josie.